Hallo ihr Lieben, jetzt habt ihr länger nichts von mir gehört. Ich hatte tausend Dinge um die Ohren, irgendwie hauptsächlich schulisch. Und eigentlich wollte ich heute meine Steuererklärung machen, aber wie durch ein Wunder passte irgendwas mit den Zugangsdaten nicht und jetzt musste ich nochmal neue anfordern und ein Teil davon kommt per Post. Also brauche ich heute meine Steuererklärung nicht machen. Ich habe gedacht, ich nehme mal Bezug auf was ganz Aktuelles, nämlich die Sonneneruptionen, die Sonnenstürme, die ja heute extrem sein sollen und morgen. Und ich habe ja vor, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war schon 2011, ist geschrieben, ein Buch, Der Himmel auf Erden, die Hartoren über Sonnenstürme und den Polsprung. Brandaktuell. Ich lese euch mal ein paar kurze Abschnitte vor und ja, ich denke, es interessiert euch. Also gechannelt mit den Hartoren. Bei alledem müsst ihr wissen, dass die Sonne wie eure Erde, ebenso wie jeder andere existierende Planet, ein eigenes Bewusstsein hat. Und eure Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass sich das Magnetfeld der Erde mit dem Magnetfeld der Sonne alle paar Minuten für ein paar Millisekunden verbindet. Hierbei findet jedes Mal eine Informationsübertragung statt. Es verbindet sich also das Bewusstsein der Sonne mit dem Bewusstsein der Erde. Das geschieht alle paar Minuten eurer Zeitrechnung. Wenn zeitgleich starke Eruptionen stattfinden, ist auch der Informationsaustausch zwischen Sonne und Erde stärker. Die Erde erhält dann immer mehr Energie und Informationen direkt aus dem Bewusstsein der Sonne. Punkt, 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 Punkt. Diese Teilchenwolken, das solare Plasma, wie eure Wissenschaftler es nennen, schwächen das Magnetfeld der Erde. Punkt, 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 Punkt. Die vermehrte Aktivität der Sonne verstärkt durch ihre schwächende Wirkung auf das Erdmagnetfeld sämtliche Phänomene, die durch ein schwächeres Magnetfeld verursacht werden. Punkt, 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 Punkt. Die Eruptionen der Sonne beeinflussen den Magnetismus der ganzen Erde. Punkt, 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 Punkt. Unser Bewusstsein ist abhängig vom Erdmagnetfeld. Je schwächer das Feld ist, in dem wir uns aufhalten, desto höher kann unser Bewusstsein aufsteigen. Punkt, 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 Punkt. Ihr seid nun immer häufiger und für immer längere Zeit einem schwächeren Magnetfeld ausgesetzt. Das bedeutet, die Auswirkungen, die diese veränderten Zustände auf euch haben, werden entsprechend stärker und dauerhafter. Aber keine Sorge, diese Felder haben eine wunderbar reinigende Wirkung auf euer Innenleben. Ob ihr die Veränderungen angenehm, sanft oder als Bereicherung oder unruhig, gereizt und unangenehm erleben werdet, ist ganz und gar abhängig von eurer inneren Haltung. Was ihr nicht ändern könnt, ist, dass die Magnetfelder sich verändern. Da euer Bewusstsein mit der Stärke oder Schwäche des Erdmagnetfelds in Zusammenhang steht, wird sich auch euer Bewusstsein verändern. Aber wie gesagt, diese Veränderungen reinigen euer Bewusstsein. Sie holen nach oben, was im Unterbewusstsein verborgen war. Alte Muster und versteckte Gefühle, die ihr sozusagen eingelagert habt, werden nun befreit. Viele von euch sind mit den Gefühlen, die über Jahre hinweg verborgen, in ihnen schlummerten, überfordert. Sie sehen als einzige Möglichkeit, sie abzubauen, nur die nur ihnen bekannten Verhaltensweisen. Habt deshalb für euch und andere Verständnis. Punkt, 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 Punkt. Wenn man durch das schwächere Erdmagnetfeld seine versteckten Gefühle und möglicherweise alte, verdrängte Wut wieder an die Oberfläche kommen, erhält dieser Mensch erneut die Chance, diese zu transformieren. Heißt, unser Bewusstsein wird größer durch das schwächere Erdmagnetfeld, was durch die Sonnenstürme verursacht wird. Und alte Muster kommen hoch. Einige können da nicht mit umgehen. Heißt, sie ticken aus. Dafür müssen wir Verständnis haben. Und andere mit einem höheren Bewusstsein haben erneut die Chance, alte Muster zu transformieren durch bloße Absicht.
Finde ich wunderbares Geschenk, zusätzlich zu den Polarlichtern, von denen ich noch keine gesehen habe. Buch heißt Der Himmel auf Erden. Vielleicht kennt es der eine oder die andere auch schon. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.